Das ist was Negatives, wenn man tiefgründig nach dem Sinn im Leben sucht. Ja? Das ist was Negatives. Subhanallah, wenn, gepriesen sei der Allmächtige Gott, wenn man 98% der Bevölkerung fragt, was ist der Sinn des Lebens, bekommt, oder wenn man 100% der Bevölkerung fragt, kriegt man 98% keine vernünftige Antwort, was der Sinn des Lebens ist. Was ist der Sinn deines Lebens? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Boah. Was ist dein Sinn des Lebens? Ja, ich will gern Feuerwehrmann werden. So, Feuerwehrmann finde ich cool. Was ist dein Sinn des Lebens? Ja, ich will gern Fußballstar werden. Das heißt, du findest selten jemanden, der eine Antwort hat. Jetzt kommt jemand, der sagt, ich will nach der Wahrheit suchen. Dann wird er als bekloppt dargestellt. Aber nur, wenn er den Islam findet. Das ist genau wie jemand, der den Islam annimmt. Ein 14-jähriger Junge nimmt den Islam an, dann heißt es, oh, sie haben ihm eine Gehirnwäsche gebracht. Sie haben ihn manipuliert, haben sie ihn. Manipuliert. Wenn ein 14-Jähriger das Christentum annimmt, da sagen die Mensch, so ein intelligenter Junge, dass er in diesem Alter schon so tiefgründig denken kann. Ungelogen, ungelogen. Ich habe damals Konfirmation gemacht und da hat sich dann jemand, der war 12 oder so, taufen lassen. Dann hieß es, Mensch, dass man in dem Alter schon solche entscheidet. Also, aber wehe dem, jemand nimmt den Islam an. Ich habe es selber am eigenen Leibe erlebt. Leute, die mit 14... Bruder, kannst du widersetzen, ne? Inshallah. Nicht, dass du dir die Beine in den Bauch stellst. Hier. Da hat einer den Islam bei mir angenommen, ein Junge. Guck mal, ein Junge, der war vielleicht 11 Jahre alt oder so. Weil seine Mutter hat den Islam angenommen und dann hat er extra auf mich gewacht, weil er war ganz stolz, dass er die Shahada selber sagen kann in Kiel. Und dann wurde das danach im Fernsehen gezeigt. Er konvertiert auch Minderjährige. Ja, verstehst du? Aber dass in Deutschland jährlich, weiß ich nicht, hunderttausende Kinder als Babys getauft werden, interessiert kann mich, ist alles okay. Aber wie denn jemand, der kommt bei mir nach vorne und macht die Scherde, aber Alhamdulillah. Ist auch egal, man kann natürlich auch nicht alles schwarz malen. Wer hat denn noch den Islam angenommen? Jetzt zeigt keiner mehr auf, ja, aufzeigen mal. Jetzt zeigt keiner mehr auf. Wollen alle nicht nach vorne kommen. Jedenfalls. Die Frage, die sich vielleicht für einige stellt, ist, was hat mich denn dazu bewegt, den Islam anzunehmen? Weil daran kann man vielleicht auch viele, kann man einige Argumente finden. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich war ja Profiboxer gewesen und ich war eigentlich anfangs evangelisch getauft. Ich bin auch zur Konfirmation gegangen und während der Konfirmation habe ich mir auch Fragen gestellt. Fragen gestellt, mir sind Dinge aufgefallen, die mir als Widerspruch erschienen. Und von dem damaligen Pfarrer oder Pastor, ich weiß es rein zeitlich nicht mehr, ob er damals ein Pastor oder ein Pfarrer gewesen ist, das ist mittlerweile schon fast 20 Jahre her. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich nicht mehr weiß, ob er Pastor oder Pfarrer gewesen ist. Weil ich habe das wirklich, warum sage ich das? Weil ich habe das einmal in einem Vortrag gesagt, dann hieß es nachher, also von der gegnerischen Seite sozusagen, ja hier, guck mal, der weiß noch nicht mal mehr, ob das ein Pastor oder ein Pfarrer gewesen ist. Okay, alles klar. Der will Ahnung vom Christentum haben, er hat damit nichts zu tun. Ist 20 Jahre her, ja. Und so wichtig war das auch damals nicht für mich. Und er hat praktisch zugegeben, dass es dort Fehler gibt. Ich habe auch eine Diskussion gehabt mit einem, beispielsweise mit einem Pfarrer Krause, ja, der das auch zugegeben hat. Das kann man im Internet finden, auch auf unserer Seite, muslimtube.de. Jedenfalls, daraufhin habe ich diese Religion verlassen. Und ich bin dann praktisch in eine atheistische Phase reingerutscht. Obwohl ich ja eigentlich sage, es gibt keine wahren Atheisten. Denn Atheist bedeutet jemand, der felsenfest davon überzeugt ist, dass es keinen Gott gibt. Und es gibt keinen Menschen, der felsenfest überzeugt ist, dass es keinen Gott gibt. Es gibt Leute, die das behaupten, aber es gibt keinen, der sich felsenfest überzeugt ist. Sobald das Flugzeug im Absturz ist, gibt es im Flugzeug keinen Atheisten mehr. Er sagt, bitte, wenn es dich gibt, dann helfe mir. Dann ist er plötzlich in Zweifel geraten, glaub es mir. 100%. Dann gibt es keine Atheisten mehr. Ja. So jedenfalls, das heißt, ich war auch im Zweifel gewesen, weil ich mir gedacht habe, wenn es einen Gott gibt und dieser Gott den Menschen mit diesem Bewusstsein erschaffen hat, was der wahre Weg, dass es einen wahren Weg geben muss,
dass ein Leben nach dem Tod geben muss, dann muss er auch eine perfekte, unverwelschte Botschaft herabschicken, beziehungsweise herabsenden. Und da mir vermittelt wurde, da ich zu der Erkenntnis kam, dass die Bibel das nicht darstellt, habe ich gesagt, dann kann es doch eigentlich keinen Gott geben, weil Gott muss doch eine Verbindung mit dem Menschen, in eine Konversation eintreten. Und so bin ich dann auch, so sage ich mal, so in diese Phase gekommen, ich glaube an mich selber. Und naja, man muss das Leben leben, ja, man muss viel erlebt haben, alles mal ausprobiert haben, mal Bungee-Jumping gemacht haben, Fallschirmspringen, Jetski, Wasserski, alles mal ausprobiert haben, damit man auch nichts vom Leben verpasst hat. Das kennt ihr bestimmt, ne, oder? Dieses Schema. Damit du nichts vom Leben verpasst. Ey, willst du am Wochenende nicht mit rausgehen? Ey, ist doch voll langweilig, du verpasst was vom Leben, ey, du bist nur einmal jung. Ja, so nach diesem Motto habe ich dann erstmal gelebt. Übrigens, ich bin kein Bungee-Jumping, habe ich noch nicht gemacht und Fallschirmspringen auch noch nicht. Aber ich meine nur dieses Konzept. Dann sagt nachher jemand, der hat gelogen, der war ja gar nicht Bungee-Jumping. Aber diese Auffassung. Aber Wasserskifahren habe ich gemacht. Okay. Jedenfalls in Langenfeld bei Leverkusen auf der Wasserskibahn zum Beispiel. Jedenfalls habe ich dann aber mit der Zeit gemerkt, und ich habe gedacht, ja, muss ich mit Boxen anstrengen, am besten Weltmeister werden und so weiter. Und ich habe es ja dann auch geschafft in die deutsche Nationalmannschaft und später dann auch Profiboxer. Mein Trainer war Uli Wegner gewesen, kennen bestimmt einige, oder? Der Trainer auch von Sven Ottke und jetzt von Arthur Abraham. Sven Ottke war mit mir ein Teamkamerad und Markus Bayer, die auch Weltmeister waren. Aber ich habe gemerkt, ja, dass eigentlich das Boxen so ein Spiegelbild ist, wie ich eben schon gesagt habe, vom Leben. Ja, zum Beispiel damals ein Teamkamerad von mir, ein ganz netter Kerl, der heißt Thorsten May. Der war 1992 Olympiasieger im Boxen. Guck mal, für einen Boxer Olympiasieger zu werden, das ist sozusagen der größte Erfolg, den man haben kann. Vielleicht ist das sogar nicht vom finanziellen Aspekt her, aber so vom Status her, vielleicht sogar noch größer als Weltmeister zu werden. Weil Olympia ist alle 4 Jahre, Weltmeister kann man immer werden beim Profis. Und da gibt es mehrere Verbände, aber Olympiasieger zu werden, das ist eine Riesensache. Ja, alle 4 Jahre gibt es einmal Olympia und es gibt eigentlich nichts Größeres. Und dieser Thorsten May beispielsweise, der wie gesagt wirklich immer ein super netter Mensch war, möge allein auch zu diesem Weg führen, Armin. Ja, habe ich zum Beispiel gesehen, guck mal, ich habe mir diese Frage gestellt. Im Jahre 2002 war ich mit ihm in einem Team. Da war sein Olympiasieg 10 Jahre her. Guck mal, du hast dein ganzes Leben, den Sinn deines Lebens in diesen Erfolg und diesen Ruhm gemacht. Ich rede jetzt nicht von ihm, sondern allgemein von den Sportlern. Und 10 Jahre später kennt dich schon kein Mensch mehr. Dann sagen die, weißt du, wer das ist? Ja, der war früher mal Olympiasieger gewesen. Jetzt, einmal geschlafen sozusagen, ist das schon fast 20 Jahre her. Da ist der Olympiasieg schon fast 20 Jahre her. Und da wird dir so diese Endlichkeit des Lebens bewusst. Du hast dieses große Ziel, du willst Olympiasieger werden, Weltmeister werden. Und einmal geatmet, bupp, ist das schon alles vorbei. Kein Mensch kennt dich mehr. Kennt einer den Fußballspieler Flo? Einer der großen Stars vom 1. FC Köln, der auch Nationalspieler war, liegt jetzt im Koma. Guck mal, hier kennt ihn gar keiner mehr. Oh, kennt einer den Spieler, vielleicht von der älteren Generation, die kennt keiner mehr. In 20 Jahren, wer kennt da noch Guido Buchwald? Das ist ein Name, ich meine in 20 Jahren, das ist dann ein Name im Register. Was ist in 100 Jahren? Du merkst das halt. Aber ganz klar, stell dir mal vor, Guido Buchwald, der wäre früher über die Straße gegangen, zum Beispiel 1990 bei der Fußballweltmeisterschaft, ist jetzt schon 20 Jahre her. 20 Jahre her ist das ungefähr, die Fußballweltmeisterschaft 1990, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Und stell dir mal vor, der geht heute über die Straße. Wisst ihr, durch diesen Sport, da wird einem bewusst, wie endlich das Leben ist. Und das ist etwas, das mich mit beeinflusst hat. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht, was kommt danach? Was kommt nach der Karriere? Was kommt danach? Was ist das Ziel? Weil du wirst irgendwann sterben. Dein ganzer Erfolg, der wird weg sein.
Du warst mal Weltmeister, du warst mal Olympiasieger oder was auch immer. Aber irgendwann wird dir das gar nichts mehr nützen. Das heißt, man macht sich Gedanken. Und ich hatte damals einen Lieblingsboxer. Der hieß Evander Holyfield, den kennen bestimmt die meisten hier. Und der war ein strenggläubiger Christ. Und ich muss sagen, ich war richtig neidisch auf den gewesen. Weil ich gesehen habe, was der für einen Glauben hat, dass der anscheinend voll überzeugt ist von seiner Sache. Aber ich konnte einfach nicht vom Christentum überzeugt sein. Durch diese ganzen Recherchen, die ich vorher schon gemacht habe. Und dann habe ich mir vorgenommen, mich mit Religion zu beschäftigen. Da habe ich zuerst angefangen, mich mit dem Buddhismus zu beschäftigen. Weil Buddhismus